Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das gestrige Video ist bei einigen leider nicht so angekommen, wie es eigentlich geplant war. Wir haben die neue Operation bekommen und ich schwöre es, Leute, es ist die dümmste Operation aller Zeiten. Es ist der dümmste Content aller Zeiten. Aber ich habe mir gestern gedacht, wir machen doch einfach mal ein bisschen Sarkasmus und Spaß draus. Heute gehen wir auf alles einfach mal Real Talk ein, was in diesem Update mit drin ist und warum ihr mittlerweile 1000 Euro oder 2600 Stunden Spielzeit benötigt, um alles, was in den Vorräten drin ist, irgendwie zu erhalten. Und ich sag euch eins, Leute, ich bin im Prinzip kurz davor, wir müssen hier mal draufklicken, ich bin im Prinzip kurz davor, das Spiel einfach zu deinstallieren oder es im Prinzip nicht mehr anzufassen. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Der Punkt ist erreicht, wo ich sage, ich habe kein Interesse mehr, die PlayStation anzumachen, um im Multiplayer irgendetwas zu spielen. Blackout lassen wir außen vor, habe ich auch gar keinen Bock mehr, weil mit dem letzten Update die neue Map, dieses Wasser, ich habe es gestern jetzt nochmal gespielt, es ist wirklich, 3 Runden habe ich jetzt darin, es macht keinen Spaß mehr. Wir gehen durch das alles durch, macht euch eure eigene Meinung, aber guckt bis zum Ende, nicht, dass mir wieder einer vorwirft, ich verteidige Treyarch, der Letzte. Passt mal auf, wenn wir jetzt DLC-Pack Moshpit spielen wollen, das ist ja ein vorgestellter Modus, dann klicken wir da drauf und erfahren, wir können es überhaupt nicht spielen. Die Liste setzt Karten aus dem Black Ops Pass voraus. Ja, wir haben den Black Ops Pass nicht. Warum wird die Scheiße denn überhaupt vorgeschlagen, wenn ich es nicht spielen kann? Das ist ein Modus weniger, den ich spielen kann. Die nächste Sache ist infiziert. Der ist seit 4 Wochen jetzt darin. Warum kommt der nicht in den Standardmodus? Warum kriegt man hier nicht Modi, die für alle sind? Hier sind genau 2 Modi, die teambasiert sind. Das ist abgespeckt Moshpit und Deathmatch Herrschaft. Diese Modi kann man aber nicht spielen. Genauso wenig wie Söldner Deathmatch Moshpit. Wisst ihr, warum man das nicht kann? Weil man seit dem Update mit einem Ping von 60 bis 200 spielt. Ich habe eine 500.000 Leitung von Vodafone Kabel Deutschland. Und bis vor dem Update habe ich in jeder Lobby einen Ping zwischen 2 und 15 gehabt. Seit der Sekunde, wo das Update runtergeladen ist, spiele ich mit der gleichen Verbindung von meinem Router aus, aber ich habe einen Ping von 50 bis 250 teilweise im Game. Was bedeutet, dass ich auch keinen Aim Assist mehr habe, wenn ich spiele? Aus dem einfachen Grund, dass das, was auf meinem Bildschirm gezeigt wird, überhaupt nicht das ist, was wirklich im Spiel passiert. Der Ping ist so extrem hoch. So extrem, dass es mittlerweile... Wer schreibt mir da schon wieder? Mann, ey, ich will jetzt nichts hören. Der Ping ist so extrem hoch, dass ich nicht mehr in Ruhe eine einzelne Runde spielen kann, ohne während der Runde rausgehen zu müssen, weil nichts connectet. Wirklich gar nichts. Null. Ich sehe es teilweise daran, dass ich schon 5 Meter hinter einer Wand bin, um dann getötet zu werden. Dann gehen wir doch einfach mal auf die Sachen, die wir hier im Schwarzmarkt mittlerweile bekommen haben. Im Schwarzmarkt. Jetzt schreibt mir schon wieder einer. Hier im Blackjack Shop, Misty zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch dran, Misty wurde als Charakter in der letzten Season schon angekündigt, und zwar für die letzte Season, und dort wurde angekündigt, dass Misty umsonst sein wird. Jetzt bekommen wir sie für schlappe 8 Euro und bekommen da irgendeine Scheiße noch hinzu. Guckt euch das mal an, ein Sticker, einen verdammten Sticker, 8 Euro für einen Sticker und einen Charakter, der umsonst mit drinne sein sollte. Aber nein, er ist nicht umsonst mit drinne. Wir dürfen extra dafür zahlen. Dazu haben wir das Startpaket. Da kriegt ihr ein Outfit für den Spectre für lappe 10 Euro. Dazu 5 Kisten. Denkt dran, ihr kriegt sowieso fast nur doppelte Sachen. Mittlerweile sind für alle Waffen, für jede einzelne Waffe, Todeseffekte und Zubehör mit reingekommen. Diese Sachen muss man aber für jede einzelne Waffe freischalten über Reservekisten. Das heißt, ich habe zum Beispiel 3 Todeseffekte für die KN. Ich kann diese Todeseffekte nur auf die KN anwenden. Wenn ich sie jetzt für die Maddox haben möchte, muss ich diese Todeseffekte für die Maddox freischalten. Bei, ich glaube, 35 Waffen und ich glaube 5 Todeseffekten pro Waffe und irgendwie 3 oder 4 Zubehörteilen pro Waffe, sind das über 1000 Items
nur mit diesem Schrott plus Sticker plus Gesten, die im Schwarzmarkt mit drinne sind. Und mir braucht auch kein Mensch mehr erzählen, dass es ja umsonst ist, was man in den Kisten bekommt. Ihr braucht eine Stunde Spielzeit für eine einzelne Kiste und wenn ihr diese Kiste aufmacht, habt ihr das Problem, dass ihr doppelte Sachen bekommen könnt. Guckt es euch an, wieder was Doppeltes. Ich habe gestern 110 Kisten aufgemacht, ich habe keinen Cent dafür ausgegeben, sondern noch aus der letzten Operation übrig gehabt und habe 11 neue Sachen bekommen von 110 Kisten. 11 neue und davon ein Blackout-Charakter in Gold, das war's. Alles andere war nicht dabei. Wir werden von vorne bis hinten komplett verarscht. In dem ganzen Update war nichts mit drinne, war absolut gar nichts mit drinne. Es waren keine neuen Maps für den Multiplayer, außer drei Maps, wovon eine aus Black Ops 1 1:1 kopiert wurde für die Black Ops Passbesitzer. Wir spielen mittlerweile auf arabischen Servern, so hoch wie der Ping ist. Im Multiplayer wurden die MPs um ein Vierzigchen hochgebufft, anstatt dass wir aber neue Waffen bekommen, die das ganze Spielerlebnis verändern würden. Wir bekommen eine Nahkampfwaffe im Schwarzmarkt und dazu dieses komische LMG bei Level 50. Das ist alles. Ein komplettes Update mit 20 GB und wir haben im Prinzip, wenn ihr ganz ehrlich seid, nichts bekommen, gar nichts. Wir haben nach wie vor keine Challenges, keine Community Challenges, macht 1 Million Headshots für eine Waffe. Wir haben keine Tagesherausforderungen, wir haben keine Wochenherausforderungen. Wir haben im Prinzip nach wie vor das gleiche wie am Anfang vom Spiel. Alles, was irgendwie in das Spiel integriert wird, wird uns einfach nur hinter einer Paywall, also hinter der Möglichkeit Geld auszugeben, versteckt. Guckt euch mal an, was in diesem Schwarzmarkt mit drinne ist. Da eine Visitenkarte. Hier ist ein Sticker. Level 19. Noch ein Sticker. Hier, eine Geste. Wie oft habt ihr im Multiplayer eine Geste bisher gemacht? 2-mal? Aus Versehen, weil ihr was anderes drücken wolltet? Aber macht ja nichts, weil es geht ja mit Visitenkarten und Stickern weiter. Leute, es ist jetzt mein Ernst. Wir werden komplett verarscht. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier habt ihr 2 Sachen, die ihr auswählen könnt. Auch das hier. Giftcocktail für die Hades. Das ist irgendwie ein Skin, eine Meisterkunstvariante dafür. Warum ist das nicht im Schwarzmarkt mit drinne? Warum ist es mittlerweile so weit, dass man sich auf ein neues Update freut, einen neuen Charakter bekommt, im Prinzip auch einen, den man in Black Ops 3 schon hatte, von dem sogar die Soundfiles 1:1 kopiert worden sind. Auch da wurde nichts Neues hinzugefügt. Die Stimme ist dieselbe, alles Mögliche. Und wenn ihr bedenkt, Black Ops 4 spielt vor der Zeit von Black Ops 3 und Spectre, egal ob Mann oder Frau, sollte nicht mehr diese robotische Stimme haben, sondern er ist ja in Black Ops 4 eigentlich ein Mensch. Er wird ja erst bei Black Ops 3 später das, was er letzten Endes ist, so ein Mischding. Dann hätte er eine normale Stimme bekommen müssen. Eine tiefe Stimme, meinetwegen eine hohe Stimme, ist mir eigentlich egal, aber man hätte die Stimme ändern müssen. Es wird nichts getan. Es wird für den Multiplayer nichts getan. Und ich bin mittlerweile so weit, ich habe es mir das gestern nochmal durch den Kopf gehen lassen, ich bin mittlerweile so weit, dass ich kein Interesse mehr am Multiplayer habe. Ich habe an Black Ops 4 kein Interesse mehr. Es ist wirklich so. Es lohnt sich nicht, auf die Reservekisten zu grinden, denn die Möglichkeit, dass ich eine MK-Variante ziehe, die mir noch fehlt, zum Beispiel Spitfire oder die Maddox, ist bei 0,00000 irgendwas Prozent, weil ich erstmal 2.500 Stunden Spielzeit investieren müsste oder 1.000 Euro, um garantiert alles zu bekommen, was in diesen Reservekisten versteckt ist. Ich weiß nicht, ob das einige von euch nicht verstehen, aber wir sind an einem Punkt, Digga, ich krieg hier andauernd Nachrichten. Digga, hör auf damit! Das, was hier mit Black Ops 4 mittlerweile passiert, ist die größte Frechheit überhaupt. Und ich persönlich habe kein Interesse mehr, das auch nur mit Spielzeit irgendwie zu unterstützen oder sonst was. Ich habe komplett die Nase komplett gestrichen voll. Sagt mir, was von diesen Sachen, die man kaufen kann, sind Sachen, die zum Thema Content gehören. Alles das, was ihr hier seht, sollten Sachen sein, die man sich erspielen könnte. WW2 hat das besser gemacht. Da konnte man sich gefühlt 5 Waffen pro Monat erspielen. Waffenvarianten, alles Mögliche. Und dann gibt es hier diese 3 Koffer aus der Blackjack-Reserve. Jedes einzelne Item von diesen 3 Koffern kann ein Duplikat sein. Und hier habt ihr 10 Kisten plus 2, kostet 20 Euro. Und bei 12 Kisten habt ihr das Pech, wenn ihr wirklich schlecht dabei seid, dass ihr 4 Sachen nur bekommt, die neu sind, weil alle 3 Mal eine neue Sache bei entsteht.
Ihr müsst euch das mal reinziehen, was wir hier mittlerweile alles haben. Ich bin sprachlos. Dazu kommt das Menü, jetzt geht es, weil ich alleine bin. Sobald ihr ein Spiel sucht, braucht es entweder 3 Minuten, bis die Lobby gefüllt ist, oder es leckt so hart rum, während oder nach, zwischen den Runden, dass ihr fast 10 Minuten braucht, um eine Klasse zu erstellen, weil einfach nichts geht. Es geht nichts teilweise. Dieses Spiel ist am Abgrund, und zwar komplett am Abgrund. Weder der abgespeckte Modus macht wirklich Spaß, weil das Heilen einfach viel zu lange dauert, noch macht irgendein anderer Modus Spaß, weil es laggt, weil die Lobbys schlimm sind, weil das Matchmaking nicht funktioniert, weil es einfach absolut Bullshit ist. Oh, hier diese neue Extras in der Lobby. Das ist schön und gut, dass man das jetzt mit anderen Leuten in der Lobby machen kann, um zu zeigen, dass man sich irgendwas davon gekauft hat. Das macht aber keinen Spaß, wenn es so hart laggt, dass man nicht erkennen kann, was der andere damit macht. Warum haben wir immer noch das Problem, dass wenn wir auf Bestenlisten gehen, wir nur unsere Bestenliste sehen? Kein interessiert die mit unseren Freunden. Wir wollen die globalen Bestenlisten haben. Wir wollen tägliche Herausforderungen, wöchentliche Herausforderungen. Wir wollen im Multiplayer endlich mal eine neue Map haben und nicht eine Map, die im Spiel schon mit drinne ist, die dann nochmal kopiert wurde. So wie Jungle zum Beispiel oder wie Firing Range. Firing Range war schon im Black Ops Teil vorher, wurde 1:1 jetzt so übernommen, dann wurde ein neuer Filter draufgelegt, das gleiche wie mit Arsenal Sandsturm, und es wurde als neue Map verkauft. Im Prinzip, wenn ich ehrlich bin, Leute, seit einem halben Jahr bekommen wir gar nichts mehr zu diesem Spiel. Bisher habe ich es noch einigermaßen in Ordnung gefunden. Ich habe ja bisher immer gesagt, dass das, was im schwarzen Markt passiert, eine absolute Frechheit ist. Wenn ihr euch anguckt, wie viele Sticker und Visitenkarten es hier gibt. Es gibt ein Spezialisten-Outfit, das ist in Ordnung. Und wenn wir mal komplett durchgehen, das hier, Seraph. Merkt euch, wie Seraph aussieht. Also ihr seht sie hier in der Mitte. Jetzt seht ihr auch mein Gesicht ein bisschen dabei. Passt mal auf, wenn ihr auf Spezialisten geht und dann auf die Seraph rauf geht, dann gehen wir einfach mal auf irgendeins hier. Und wie ihr seht, die sehen im Prinzip alle gleich aus. Die Farbe ändert sich ein bisschen und das war's. Einen großen Unterschied gibt's da wirklich. Und das ist etwas, was man im Schwarzmarkt dann so, ich sag mal, hinterhergeschmissen bekommt. Ich persönlich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr auf den Multiplayer. Ich habe keine Lust mehr auf Black Ops 4. Für mich ist das Game eigentlich mit dem Update jetzt tot. Ich hatte echt Hoffnung, dass da einiges an Content kommt. Prop Hunt soll heute Abend rauskommen, aber auch ein neuer Modus, der aus WW2 im Prinzip kopiert ist. Macht für mich keinen Spaß mehr. Und also die größte Frechheit ist wirklich dieses, dass hier gezeigt wird, hier, spiel doch die DLC-Packs. Das Problem ist, man muss sie erstmal kaufen. Und ich habe bei Exclusive Ace gestern gesehen, der hat den Schwarz, den Battle Pass oder den Black Ops Pass. Der hat die neuen Maps gesucht, die drei, die drin sein sollen, und hat keine Chance gehabt, in 2 Stunden Spielzeit die Maps zu finden, weil sie im Prinzip in der Rotation gar nicht mit drin waren. Also, ich weiß nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Ich bin im Prinzip durch mit dem Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auf Twitter einen sehr, sehr langen Brief an Treyarch geschrieben. Ihr könnt mir da gerne folgen und das Ganze mal retweeten. Vielleicht kommt es irgendwo an, wo es hingehört. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt irgendwie noch bis zu MW4 weitergehen soll. Ich werde für Videos natürlich irgendwie noch Gameplays erspielen und dann, so wie es aktuell aussieht, werde ich danach sofort die Playsee wieder ausmachen, weil ich einfach gar kein Interesse mehr habe. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem neuen Update haltet, jetzt mal von Spectre abgenommen. Der ist zwar ganz witzig, aber der macht das Spiel nicht besser und auch nicht unterhaltsamer. Ich bin durch im Prinzip. Ich fühle mich verarscht, komplett, von vorne bis hinten. Vielleicht seht ihr es anders, ich weiß es nicht. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann lasst es. Ich bin raus.